bedanke auch Kilian für deinen Sub, für deinen Donation. Hey, ich glaube, mein PC ist Schrott. Ich kann irgendwie nicht, Quinn. Hast eine Lösung? Du kannst vielleicht den Monitor einmal so schlagen und dann so durchpusten, hinten bei der Lüftung, falls deine Monitor eine Lüftung hat. Vielleicht bist du am Laptop, wer weiß. Aber Monitor eigentlich eine Lüftung? Gute Frage. Nice Ausschnitt. Oh, sorry, habe ich da gerade meinen Ausschnitt gezeigt. Natürlich sehr ungünstig gelaufen. Das macht man nicht. Das ist natürlich nicht gut. Das ist mir ein Stift runtergefallen. Ah, warte, lass mich den ganz kurz aufheben. Ah, Sekunde. Ah. Oh. Ja, hier ist der Stift, der ist mir gerade runtergefallen. Mein was. Sorry. Die Donation kommt jetzt rein. Weißt du? Oh, danke für eure Subs, Leute. Vielen Dank. Ist das so einfach, Subs zu bekommen? Ein bisschen Haut. Warte. Guck. Twitch-Chat. Wartet. Wait for it. Gute Stimme. Oh, ein Knopf mehr offen. Oh, warte. Wenn ich ganz wild bin, mache ich noch einen mehr. Oh. Es wird immer wilder. Gute Game. Oh, scheiße, ich hab Unterhemd an. Soll ich das noch ausziehen? Bling. Wollen wir nicht übertreiben, okay? Es reicht erstmal. Es reichen zwei Knöpfe. Wir dürfen es nicht zu wild machen. Oh ja, stimmt. Ich könnte anfangen, die Namen der Subs auf meinen Arm zu schreiben. Da Friedi, warte. Okay, ist actually zu cringe, das mache ich jetzt nicht. Das ist too much. Ah, so wird einfach gigahart outdraftet, egal was wir jetzt picken. Wir brauchen einen AP-Top-Laner. Ich habe auch kein Problem damit, Rumble zu spielen. Ich freue mich jedes Game auf den Champion, aber... Ich will mal den neuen Skin für dich, Twitch-Chat. Für dich, der du gerade im Twitch-Chat sitzt und diesen Skin sehen willst. Super Galaxy Nar gegen Space Groove. Was war das gerade? Drum hat was gesagt. Das war so der mieseste Autotune des Jahrhunderts mal wieder. Oh, was ist das für ein Voice-Over schon wieder? Oh Gott. Alle Skins von Riot Games, die jetzt rauskommen, einfach so ein Autotune-Overlay. Jeder einzelne Skin. Ja, der wird nie wieder gespielt. Das kann ich jetzt schon sagen. Nie wieder im gesamten Leben werde ich diesen Skin auch nur anfassen. Auf dem Voice. Holy moly. Tschüss. Eine Auto-Tech. Eine Auto-Tech. Oh, das hat was. Junge! Holy man Champion. Wenn aber der Smurfer zu Chat. Hässlicher Skin hinterher. Guck ich einfach an, was war einfach verliert. Der muss TP'en, ich krieg TP Advantage. Holy moly. Aber mal 20 CS vorne. Fucking get it. Der Impactor. Runde 2. Der Impact der Runde 2. Toplane gesunde Kills. TP'd, war ich bekommen. Bot hat TP'd. Wollen wir nein. Der Impact der Runde 2 zu Chat. This time we can't lose. We shall win. Er unfreeze sogar meine Wave. Das ist quite nice von ihm. Außer sollte er eigentlich Botlane angehen und mir die Midwave lassen. Aber okay. Boah, er kann meine Wave gar nicht unfreezen. Noch den Drake bekommen. Kann wohl lieber raus sollten. Geil. Hey, er ist half HP von 2 Poon und einem Herald Auto-Attack. Man hat der Herald gestartet alleine, ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay, er hat geflasht. Danke für den Leash, Gnar. Danke für kein Flash mehr. Hier ist noch Ulti, da würde ich den Typen einfach diven, aber ich kann vielleicht auch so diven. Oh, bin reported. Warum flash ich? Ich dachte, er würde double hoppen und wegkommen, aber er war schon tot. Er hätte einfach sofort double hoppen sollen. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, dass er da nach vorne rennt. Deswegen war ich so verwirrt zu Chat. Dann habe ich mein Flash selbst geintet. Das ist keiner bad von mir. Aber einmal getötet und kriegen 5 Blades. Ja, die Situation ist immer noch supi, aber mein Flash war keiner boosted. Nein, Botlane, nicht erneut! I want to win a game! Botlane komplett gekingnimmt, aber ich habe halt kein TP für ein paar Minuten, nachdem ich einmal Botlane schon TP'd bin. Ihr müsst kurz euch gedulden, bevor der Rumble in the Jungle zurückkehrt. Als ich das gemisst habe.
Nein, bin ich tot, oder? Kratos hat gleich Ult. Ich muss jetzt über 50 Heat bleiben, damit ich Kratos Ult shielden kann. Also ich darf eigentlich nicht recallen, oder? Ich recall mit so viel Heat wie möglich, damit ich im schlimmsten Fall W drücken kann. Aber es sieht nicht aus, als würde ich durch Ulten. Schau mal, wenn ich meine E treffe oder meine Ult, dann ist Rumble tot. Nahe, erneut tot. Aber ich habe beides gemisst. Ist okay, ich meine, ich hab den Timer nicht verpasst, einfach nur gemisst, Blade. Oh, scheiße. Ah, my bad. Exakt, was ich meinte. Oh, das ist so bad. Doch straight runter, die beat den R. Das sind 700 Gold für den Gegner. Ein R kein Flash, der sollte sterben, aber ist nicht worth, wenn Vodabert jetzt auch noch an Jinx stirbt. Ah, ist my bad. Dass ich da gehookt werde. Also ich darf, dass ich gehookt werde, ist fein tatsächlich. Ich darf nicht gesappt werden. Weil während gehookt bin ich ja giga geslowed vom Zap. Ich habe versucht anzutäuschen, dass ich nach unten gehen würde, weil ich habe angetäuscht, dass ich nach unten laufen würde, unter den Turm, dass Trash nach unten hookt. Weil oftmals ist unter dem Turm die Death Trap, ne? Da könnt ihr halt nicht dodgen nach links oder rechts. Dann bin ich nach oben zurückgelaufen, aber Trash hat da schon einfach gut geguckt. Er hat so in die Mitte von beim geguckt quasi. Und war einfach boostet von mir, weil vom Zap darf ich nicht geslowed werden, dann ist die Hook zu leicht zu treffen, ne? Weil wenn ich halt gigaslowed bin, von der Hook getroffen zu werden, ist okay, aber vom Zap getroffen zu werden, ist halt einfach reportable. Nice. Wichtig, dass ihr da weht, um ein overheatedes E zu bekommen, ne? Okay, Flash ist auch raus, noch wichtiger eigentlich als der Fight selbst. Dass wir da eh den Ding jetzt bekommen von Seraphine, von Jinx, den Flash. Okay, er hat kein Damage gemacht, weil er exhausted war. Jetzt hätte keine Rocket mehr, oder? Is that a rocket in your pocket? Hat sie sich ganz am Anfang gerocketet, die Jinx? Ich glaube. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sollte so einen Fight immer geultet haben. Was mir jetzt nicht so viele Sorgen machen. Oh, schade, ich darf Fight noch weiter an, wenn ich rein TP'd. Bin Midlane. Kann Pyro holen und dann zum Drake laufen. Na, kein TP, also einfach Free Drake. Kann ich Kass nicht einfach diven, wenn er herkommt? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt zu hoher war für Flash. Alter, einfach alles in den Qs auf die letzte gedodged. Ich hab mich exhausted, ne? Ich krieg den Turm und ich hab ihn getötet. Ich glaube, es ist keiner OF. Wir sollten hier nicht fighten, jeder von den Farm Bottom Midwave. Wenn wir einfach nicht fighten, ist es gut. Und jetzt müssen wir Nash abbrechen. Ah, ich hab Jinx und Nah beinahe gewonnen. Nah, läuft doch mein Equalizer rein, der ist so. Wow. Witzig. Einfach nicht gefallen, hätten wir das Beste gewesen. Aber wir haben eins für zwei getradet. Seraphine wurde am Anfang gecatcht. Mein Nikolase konnte glücklicherweise noch nah ausschalten. Ich würde sagen, Demo zu klären ist eigentlich relativ risky. Ich sollte nicht nach vorne laufen, aber er kann natürlich. Mein Null ist keiner Scheiß, das ist fein. Ich hab sie dafür ab. Mein Null war kacke. Actually, vielleicht war es die Smurf Ult. Weil der Gegner jetzt nicht denkt, jetzt denkt der Gegner, kann fighten oder das Rumble Ult, aber Jokes on them, ich hab Ult für den Fight. Noch bitte einfach, du bist tot, I guess. Wurde Seraphine leider gehookt. Vego darf flanken, der Rest von uns sollte frontal kommen. Lina ist dead. Ich hab Double Stopwatch. Flash rennt unten lang, Vego chase den. Ah, Seraphine und ich sollten den Trash einsammeln gehen. Ist mir auch egal, wie du den Kill kriegst, ich bin 10-1, ich bin fair as fuck. Ganz wie du willst. Ey, ich hab die P dafür. Ich sollte auch Recon TP'en. Und jetzt bin ich Level 16, Leute, mit 2 Cloud Drakes, 5 von 5 Ultimate mit Hunter Stacks. Erstmal ultet jetzt einfach mal 36 und cooler. Ich kann auf jeder Wave ulten. So in von Thresh, dass er nicht Laterne für sich spielt.
Ah, ich hab das Spiel gesagt, dass ich wohl noch Karte solltet. Keiner bloß. Anscheinend hat der Jinx den Weg ab und ich habe auch so die Ult gelegt, damit der Thresh, selbst wenn er Lantern spielt, sie nicht wirklich rausultet. Rauslantern, nicht rausultet. Quasi, dass egal wo der hinläuft, er wird dann auch immer noch vom Equalizer getroffen. Der gleich wieder Ult. Ich habe auch noch eine zweite Stopwatch. Ah, ich habe nicht gesehen, ich habe 3 gedrückt statt 2. Und zwar aus von der Executor. Okay, wohl ein bisschen zu cocky. Ich habe 3 gedrückt statt 2. Ich hatte eine zweite Stopwatch, aber ich muss sie auch drücken, Tolkien, damit sie funktioniert. Scheiße. Ah, ist fein. Wir gewinnen jeden Fight. Ich habe erst nicht realisiert, was das für ein Jinx-Skillshot ist. Ne? Ich habe erst gedacht, so, was ist das? Dann habe ich erst realisiert, dass die Ruhe ist. Er löscht durch den Equalizer durch. Wo ist meine Wahrungs-Q? Warum haben wir nicht die alle schon lange getötet? Ah, jedes Mal, Mann. Komm, Midlane, lass mich ulten, wir töten alle. Das ist really simple. Elder ist jetzt 3, 2 Kills. Double Stopwatch, Boys! Ja, was ich jetzt kaufen sollte. Kann einfach enden, oder? Wir haben Elder Drake in 3 Sekunden, oder? Holy moly! Endlich! Holy moly, das war so ein nice Game. Das war so ein geiles Game. So viel Spaß haben wir mal wieder gehabt. It was a fucking Diffy in the top feed. Ich muss auch wieder den Sound wieder anmachen, okay, weil dieser Skin, der war halt so scheiße. Auf jeden Fall nie wieder diesen Skin spielen.